Hey Leute, ich muss euch wieder zum Angeln. Ja, wir sind hier bei Paper Mario, wo wir jetzt gerade angeln können. Ich denke mal, wir können uns den Dragon angeln. Genau, der. Ach, dann kann ich ja vorne das Leben holen. Okay, zack, zack. Wir stößen jetzt hier einfach mal. Da oben ist die Karte jetzt aber so. Okay. Ziemlich cool, so ein Dragon, oder? Also, ich hätte auch gerne einen Dragon. So als Haustier. Das Leben ist ja auf jeden Fall mit. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt ran? Ja, ich müsste irgendwie absteigen, ne? Aber der lässt mich halt nur da absteigen, oder? Ja, das heißt, ich muss hier. Ah, okay. Ja. Absteigen, danke. Ah! Überraschung! Cool, er kommt direkt mit 4 Kilo vorne an. Eine Feuerblume gegen Feuergegner. Das ist ja schon mal logisch, ne? Okay, ich hab halt. Ich hab irgendwie. Ich hab voll die Crap-Card. So, ich benutze so. 3 Hammer. Ich weiß nicht, irgendwie hab ich echt keine geilen Karten. Es funktioniert gar nicht. Ich habe jetzt 3 Hammerkarten verschwendet. Ich denke mal, die Stadt steht funktioniert. Immerhin. Sehr, sehr schön. So, aber die halten nicht viel aus. Aber einer lebt noch. Kartenrad. Erstmal für 10. Gucken, was ich bekomme. Und ein paar Karten. Eine Feuerblume. Eine Feuerblume, das ist doch nett. So, aber wir brauchen jetzt erstmal einen Stiefel. Weit, fertig, färben. Und besiegt er. 2 Sprünge besiegt. Easy. Going. Aufpassen, ey, die kommen ja hier von überall. Mit 4 vorne. Weißt du, mit 4 vorne. Fuck. So, machen wir das Kartenrad nochmal. Oh, viele Eisblumen. Weil eine Eisblume wird die, glaube ich, instant killen. Und ich krieg eine Eisblume. Schön. Dann benutzen wir die auch mal. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es funktioniert, aber ich einfach ausprobieren. Probieren geht über Studieren. Ja, und es funktioniert. Ich frage schon, ich weiß nicht, Feuer. Feuer kann ich mir wirklich schlecht vorstellen, aber Eis. Die Eisblume hat's gerissen. So, und da kriege ich auch eine neue Feuerblume. So, ja, wie gesagt, wir müssen erstmal nach hier hinten, ja? Wirklich dumm, wenn man von vorne anfängt und hinten steht, oder? So, das haben wir jetzt geschafft. Jetzt müssen wir hier durch. Jetzt sind wir nicht durchgekommen, ohne einen Gegner zu treffen. Angeln. Okay, es war einfach nur so. Ja, wir müssen ein bisschen gucken hier. Gehen wir da ein bisschen lang. Ein bisschen da lang. Aber es hat die auch geschafft. Und absteigen. Danke, Dragon. Oh nein, was hast du nur mit meinen extra angeheizten Feuerblumen angestellt? Schnüffel, wenn das so weitergeht, haben wir wohl keine Chance gegen Mario. Trainer, Trainer, wechsel mich ein. Du hast deine Schulter nicht ordentlich aufgewärmt, du Eispickel. Na los, Trainer, ich will auch mal ran. Was? Was soll das denn sein, bitteschön? Du wirfst ja schlechter als ein Feuerbruder. Das war's mit meiner Mannschaft. Jetzt geht die
Talentsuche wieder von vorne los. Der Humor des Spiels ist einfach unglaublich cool. Wann begreift Bowser endlich, dass es bei Schergen auch auf einen guten Wurf am ankommt? Ja, wann... Bowser Sprung mal 2, krass. Echt, ey, wann checkt der das mal? Der Wurfarm, das ist das Wichtigste, das ist das A und O. Oh, jetzt bin ich ernsthaft schon hier. Krass, okay. Jetzt kommst du halt auf die andere Seite, was aber mir gerade nichts bringt, denn wir müssen erstmal hier. Ey, da oben ist ein Nathan tot. War der vorher auch schon da? So, wir müssen das aber auch schneiden und ich denke mal, ja, also. Der Flaschenöffner, oder? Also, was anderes kann ich mir jetzt einfach nicht vorstellen. Weil es ist ein flaschenförmiges, ja, etwas. So, den Flaschenöffner, danke. So, wenn es nicht der Flaschenöffner ist, dann weiß ich auch nicht. Aber natürlich ist es der Flaschenöffner. Der kommt Lava raus. Guck mal, da ist der arme Tod da oben. Der weiß gar nicht, was mit ihm geschieht. Ja. So, hier können wir jetzt, zack. Einmal betreten. Ich frage schon gerade. Ja, Menü kann ich gerade nicht öffnen. Aber wir wollen das Menü jetzt einmal öffnen. Ich weiß gar nicht, wie viele Sterne gibt es hier? Status. 2. Und Leute, wir haben 100%. Nice. Aber hier gibt es 2 Sterne. Ich frage mal, wo hier der zweite Stern dann ist. Weil ich sehe da aktuell nur einen. Oh nein! Okay, dann. Hier, ja. Ja, die Münzen würde ich eigentlich schon ziemlich gerne mitnehmen, weil wir aktuell ein bisschen Münzenmangel haben, ne? Da gehen wir jetzt mal in den Tautreib und mal gucken, was der zu sagen hat. Wo ist der Taut? Also, Hilfe, kann mir denn niemand helfen? Was ist unser Plan jetzt hier? Was, Mario, du reitest auf Dragon, das wird mir alles zu viel hier. Zuerst bin ich in den Vulkan gefallen und dann dachte ich, Dragon hätte mich gefressen. Naja, gefressen wurde ich offensichtlich nicht, sonst würde ich wohl nicht hier stehen. Auf jeden Fall könnte ich eine kleine Auszeit gebrauchen, wärst du so, freut mich, mich hier rauszuholen. Fragst du mal hier hin? Schaust du mit da vorne hingehen? Den Sternen? Hey, lass mich nicht zurück, bestimmt kommt gleich der nächste. Okay. Laufen wir so mit dir hin. Was für ein Tag, fast vom Dragon verspeist und auf dem nach Hause gegangen. Und ich habe Mario getroffen, davon werde ich noch meinen Enkel erzählen. Roter Ritter Nummer 43 sprach zum Einsatz und jetzt ab zum Hauptquartier. Ja, der Anführer fährt aber immer noch. Okay, dann holen wir uns jetzt mal da den. Aber was ist denn der zweite Farbstern? Ach, zweiter. Doch, Farbstern. Ja, das ist schon richtig. So. So, hier noch ein paar Münzen geholt und. Danke, Dragon. Was für ein wilder Ritt. Und der kleine Farbstein ist auch ein Henkel-Reichweite. Die Lava-Burger hat sich das Kerlchen hier wirklich verdient. Wärst du so freundlich, Mario? Ja, klar. Gönn dir die Lava-Burger. Klar. Dragon, danke für deine Hilfe und genieß deinen Burger. Der ist lecker, stimmt's? Tschüss. Guck mal, wie lecker das war. Schub dir doch Feuer. Okay, nice. Aber... Dato ist mir hier der zweite Stern. Ich meine, wir waren jetzt eigentlich überall. Problematisch. Wow, und so viel Farbe und so viele Münzen. So viele Münzen. Nein, ich hab schon allein gesammelt. Ich hab schon allein gesammelt, ich weiß es nicht. Schön, damit haben wir auf jeden Fall wieder eine neue Karte. Und 100%. Aber wie gesagt, halt da. Fehlt halt ein zweiter Farbstein, aber erstmal können wir hier uns einen Brief abholen. Ja, gut. Mal gucken.
ob dieser Brief uns mehr sagt. So, erstmal noch ein Farbstern, nur ein großer Farbstern. Dann haben wir es. Dann sind wir mit dem Spiel auch durch. Was ist denn so rum? Hm? Willkommen, heute kann ich dir eine großartige Kampfkarte anbieten. Sie werden dir gefallen. Echt? Eine neue Karte? Ich will mir nicht vorstellen. Kaufen. Ja, doch ein paar neue große Karten, ne? Wenn ich das richtig sehe. Dafür kann man 5 verkaufen. Ja, okay. Alle bespalt, mein Freund. Danke. Wir uns bald wieder. Das überlege ich mir noch. Tot. So, jetzt erstmal abchecken. Was? Ja, genau. Brief. Zum Brief wollten wir. Hallo Mario, du kommst gerade recht. Du hast Post. Hallo Mario, hier schreibt der Vorarbeiter des Toad-Depots. Nach der Reparatur des Zuges hatte ich in den Ruhestand gehen wollen. Daher erschien es mir passend, dass es auch seine letzte Fahrt war. Tja, aber jetzt haben wir den Abendrot-Express so gut repariert, dass die Chefs beschlossen haben, ihn weiterfahren zu lassen. Und da dachte ich mir, vielleicht ist jetzt noch nicht die Zeit für den Ruhestand. Wir gehören beide noch nicht zum alten Eisen. Genauso wie du, Mario. Also niemals auf. Hä? Ja, okay, aber... Digga. Was interessiert uns das jetzt? Ich weiß nicht, hat der jetzt irgendeine Auswirkung gehabt, dass da was passiert ist? Ich weiß es nicht. Wir gehen da mal gucken. Schauen uns Finde halt noch 3% waren es, ne? Einmal gucken gehen, ob er jetzt hier irgendwas zu sagen hat. Vielleicht habe ich hier draußen irgendwas vergessen, aber... Wobei ich hier genau nachgeguckt und nichts gesehen habe, ne. Also mal gucken, was er jetzt zu sagen hat, was sich da geändert hat. Ich meine, der Brief muss ja irgendwas zu bedeuten haben, oder? Ja, er hat immer noch. Schön, dass du wieder da bist. Ja, aber. Ja, gut. Ich helfe den jetzt einfach immer noch weiter hoch. Was ist denn noch eine Ratte noch? Hätte es sein können, dass jetzt hier irgendwas Sache ist, aber ist nicht so. Ja, die Treppe vielleicht irgendwo was. Einfach nur ärgerlich. Ich meine, das ist echt nicht viel Prozent. Ich meine, 3, das ist so eine Kleinigkeit. Ja, aber okay, wie gesagt, die wird halt. Ja, wobei. Noch einmal hier vorne im Raum jetzt nach. Ich meine, nehmen wir zu kurz die Zeit dafür, oder? Nehmen wir uns einfach mal kurz die Zeit. Der Türgriff? Nein. So ganz genau auf den Boden achten, ob hier nicht irgendwo eine weiße Fläche ist. Nee. Kann man noch was ausschneiden? Hier irgendeine weiße Fläche? Nee. Ah, nicht runterfallen. Ich will da hoch. Ich glaube, da oben ist vielleicht was, aber. Okay, da ist nur so ein Krachte. Das sieht einfach schlecht aus gerade. Hm? Nein. Okay. Ich dachte, ich würde mich jetzt einmal komplett durch. Aber hier vielleicht irgendwie was. Ich kann hier was ausschneiden, aber.
Wie wir sehen, sehen wir nichts. Oh, das ist einfach traurig. Sehr, sehr traurig. Ah, hier könntest du das Megafon nochmal holen. Das ist ja nett. Ich schau gerade auf alle Dings-Sachen nochmal zu kommen. Da wo wir sie das erste Mal gefunden haben. So, hier einfach mal alles aufmachen, gucken. Oh, ein Frosch, okay. Und so ein Stachel. Oh mein Gott, zwei Mäuse. Absolute Verschwendung dagegen zu kämpfen, aber okay. Also zwei Hämmer. 3%. Das ärgert mich einfach, dass mir 3% fehlen. Ach, der hätte einen Hammerschlag sogar gereicht. Wow. Ich hab das mal vorher gewusst. Kriegen wir uns ein bisschen Geld. Danke. Also wir sehen es hier aber auch echt nichts mehr. Gucken, hier oben vielleicht irgendwie so eine Ecke oder so. Nee. Da sehen wir auch nichts, da sehen wir auch gar nichts. So, zack, zack, zack. Jetzt haben wir noch hier die Ecke, aber ich befürchte das Schlimmste, dass wir halt nichts finden. Ja, da sehe ich auch gar nichts, ne? Nee, nicht wirklich. Ich meine, das Level ist ja auch nicht groß. Das Teil ist das ja nicht, oder? Ich glaube, den einfach rot färben konnte, aber. Ich lasse ich jetzt. Oh. Aber hier draußen waren wir auch schon. Da war ja leider auch nichts, ne? Kann ich hier aufmachen? Ne. Fraglich, fraglich, wo hier diese 3% noch sind. Hier irgendwo dahinter, ja, wobei ich glaube, dass sie so gemein sind, was dahinter verstecken, oder? Guck mal, kann ich jetzt vielleicht eine Kiste verprügeln? Und eine kaputt machen und dahinter ist was? Ne, auch nicht wirklich. Ich habe keine Ahnung. Egal, wir nehmen uns den Farbstein und. Hallo? Danke. Was sollte jetzt, also was mich jetzt gefragt hat, ist, was dieser Brief sollte. Habe ich jetzt auch nicht wirklich verstanden. Eigenartig. Alles sehr, sehr eigenartig. Gut, Leute. Hier wird gespeichert und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Patch-Off-Shot wieder ein. Bis dahin und ciao.